Bevor das Video losgeht, checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Da ist nämlich das Herzstück. Alle Sachen, die wir euch hier vorstellen, sind da verlinkt. Viele Sachen reduziert. Ein paar Sales sind drin. Und auch Outfits von der Rückblende von Sambra. Ihr wisst doch, Instinkte, Roadrunner, Katalea, alles am Start. Viel Spaß. Jojo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und herzlich willkommen zur Outfit-Reaction von Rohdiamant 2 von Sambra, Samrushka. Die erste Single zu seinem kommenden Album Rohdiamant. Und ich weiß noch, Digga, wie wir damals bei Rohdiamant 1 die Outfits rausgesucht haben, Alter. Ich bin ein undercover Motherfucker, Paramacher, Bobbitz. Krank. Da war Immer Fresh noch ganz klein. Wir hatten noch keinen YouTube-Kanal. Und Clemens und ich saßen da, Digga, und haben die Pieces rausgesucht. Und Sambra kam so neu rein, das weiß ich noch, oh krass, und alle haben das übelst gefeiert. Und wir so, okay, was sind das für Klamotten und so. Und jetzt sitzen wir anderthalb Jahre später hier, Sambra, beste Karriere hingelegt, Immer Fresh, auch nicht schlecht, uns geht's auch nicht schlecht, Alhamdulillah. Und jetzt stehen wir hier und zeigen euch die Outfits von Sambra, Rohdiamant 2, komplett epischer Track. Was haltet ihr von dem Track? Schreibt es in die Kommentare. Und wir starten mit seiner Hose. Es ist tatsächlich eine Cargo-Hose aus der Boohoo X Quavo-Kollektion. Wir hatten euch das Piece schon auf Insta per Swipe-Up rausgehauen. Also wer uns auf Insta folgt, auf jeden Fall deutlich im Vorteil. Hier unten seht ihr nochmal den Schriftzug, den ihr auch bei Sambra seht. Leider ist das Piece komplett sold out. Aber nicht verzagen, wir verlinken euch die Übersichtsseite von dieser Brand von den Cargo-Hosen. Da sind nämlich sehr viele freshe Modelle dabei und alle um 40% reduziert. Krank, war, wie der schon einsteigt. Puff. Puff, alle, uff. Dazu kombiniert er eine Louis V Monogrammjacke. Die hat Kapi auch schon getragen, in Berlin lebt immer noch. Die Outfits findet ihr auch auf unserer Website, immerfresh.de. Sie kostet 2540 Euro und ist tatsächlich eine Wendejacke. So eine Wende-Down-Jacke, also auch für ein bisschen kältere Tage gut. Hier sehen sie, wie sie Sambra trägt und andersrum sieht sie so richtig down-mäßig aus. Gar nicht so Louis V. Eine günstige Alternative mit Monogramm. Aktuell ist die Adidas All-Over-Print Windbreaker. Auch sehr cool. Aber halt, ihr wisst schon, nicht Louis V, aber dafür viel günstiger. Wow. Wow. Alter, zu fresh. Guck mal, was für eine Ehre. Hier, dieses Piece, was Sambra hier trägt, McNeil-Anzug. Übrigens, hier werden ja auch immer so Dinge eingeblendet, so von Instinkte, natürlich von Rohdiamant 1, von Roadrunner und von sehr vielen Tracks quasi auf dem Weg hierher. Die Outfits aus den ganzen Songs findet ihr auch in der Beschreibung, die Links. Die haben wir euch nämlich auch damals rausgesucht gehabt. Und den McNeil-Anzug, was für eine Ehre, haben wir auch verlost unter euch. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, die Gewinnerin. Und wir kommen zum Kenzo Hoodie in Grau. Ist exakt dieses Modell aus einer alten Kollektion. Ich habe es schon mal vor ein paar Monaten auch schon bei Sambra gesehen. Daher komplett sold out. Aber hier auf jeden Fall auch nicht verzagen, weil in der aktuellen Kollektion von Kenzo gibt es diesen Signature Print auch auf vielen anderen Hoodies, in vielen anderen Colorways, auch in Grau. Schaut das euch auch an, da verlinken wir euch auch eine Übersichtsseite mit aktuellen Kenzo Sweatern. Und was wir euch auch verlinken, alle immer fresh, den Kenzo Sale. Da findet ihr viele reduzierte Sachen von Kenzo. Vielleicht findet ihr dann einen Schnapper für euch. Unter der Louis V Jacke schaut auch ein T-Shirt hervor. Das macht Sambra auch ganz gerne, dass er so die T-Shirts drunter hervorblicken lässt. Ist dieses Heron Preston T-Shirt, was ihr auch schon aus der Vergangenheit kennt. Alte Kollektion und mittlerweile ist es wirklich überall sold out. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall das aktuelle. Das ist nämlich auch sehr fresh und da könnt ihr genau den gleichen Style damit kombinieren. 182 Euro. Geht sogar, finde ich, für so ein High-Price-Designer-Piece. Damn, Alter, hoffentlich nicht, ja, Bruder. Über dem Kenzo Hoodie trägt er eine Hemdjacke. Die ist von Dior aus einer Collab mit Judy Blame. Hat so eine verwaschen olive Farbe und kostet 1150 Euro. Bei Dior ist sie schon komplett raus. Hier gibt sie noch in einer Größe, glaube ich. Und wir werden natürlich nicht immer fresh, hätten wir nicht coole Alternativen. Zum einen dieses Modell von Collusion, auch so ein bisschen im Designer-Touch. Und zum anderen diese Hemdjacke bei Boohoo, auch gerade um 40% reduziert und noch alle Größen da. Ich bin ein gottverdammter Rohdiamant, wie Stillan in den 80s. Roadrunner, wie du Clips schaust und das Geld fließt. Katalea, alles nur ins Ding. Krank, alle, kranke Hook. Gänsehaut, würde ich sagen. Und auch eine Art Meilenstein, wa? So, weißt du, von all dem, was jetzt hier passiert ist und so. Und ein sehr, sehr starker Start ins Album. Auch übertrieben krass, Sambra flex ja auch manchmal einfach so Tracks raus. So, jetzt Mama kam jetzt am Sonntag und das ist gar nicht anscheinend vom Album. Mama-Outfits übrigens haben wir euch auch rausgesucht. Kommen wir zu einem der Hauptpieces und auch ein Piece, was ich sehr feier aus dem Musikvideo. Diesem Sweater. Ist auf jeden Fall ein Strickpullover mit so Floral Print von Off-White. Aktuelle Kollektion, 990 Euro. Da das auf jeden Fall das Budget des einen oder anderen sprengt. Aber wer Off-White feiert, verlinke mich auch den Sale, der gerade ist, mit sehr vielen Off-White-Pieces reduziert. Da könnt ihr auch mal reinschauen.
Komm, hier direkt. Nächste Szene sehen wir die Jogger, die er dazu kombiniert. Palm Angels, auch mit dieser verschnörkelten Schrift, ebenfalls aktuelle Kollektion. Also aktueller Designer-Stuff am Start. Kostet 390 Euro. Und hat diesen klassischen Palm Angels Seitenstreifen. Auch hier haben wir eine sehr passende Alternative, die für 24 Euro deutlich günstiger ist. Und auch ein bisschen den Palm Angels Look hat, ihr wisst Bescheid. Und was mir dann bei dem auch gekommen ist, Armins Brain arbeitet ja, was Rap-Outfits angeht, sehr die ganze Zeit mit im Hintergrund. Und mir ist aufgefallen, dass diese Under Armour Jogger, die hat ja auch Samra auch in der Vergangenheit getragen, in vielen Outfits, in Berlin unter anderem, die hat auch einen ähnlichen Seitenstreifen und ist in super vielen Größen einfach krank reduziert. Hier, guck mal, 30 Euro, also um 15 Euro günstiger. Check das auch ab, wer eine coole Jogger sucht. Krank, Alter, krank. Ihr wisst, was ich pumpen werde jetzt in nächster Zeit. Kommen wir zu Rolly um Samras Handgelenk. Es handelt sich, soweit ich weiß, um die Rolex GMT Master 2 in diesem Colorway. Kostet neu 17.500 Dollar. Und eine passende Alternative dazu, die auch in guter Qualität kommt tatsächlich. Da müsst ihr keine 17k, sondern 143 Euro zahlen. Der Rucksack, Alter, hier. Vorn, hier seht ihr am Logo, Moreno Pisano. Der Bro ist auf jeden Fall spezialisiert auf Designermöbel. Sehr schöne, sehr elegante Sachen. Macht in Sachen Fashion eigentlich nur Accessoires, hauptsächlich Rucksäcke und Taschen. Und da ist hier dieses Piece auch dabei, nennt sich Volcano. Und hat einen Camo-Look und ist aus Leder. Kostet stolze 830 Euro. Strong. Ich bin ein Frauenfänger, Showbella, Lauf, TV-Sender, Ausländer, Draufgänger, Fick, alle V-Männer. Boah, Alter, so viel Power in den Zeilen. Muss auch echt sagen, ne, das wurde ja lange, wurde Samra gesagt, hey, mach mal wieder wie damals, mach mal wieder wie damals. So viele Kommentare. Teilweise wurden ja auch Lieder ein bisschen gehatet, sage ich mal, weil das ein bisschen anders ist. Und die Gebete wurden erhört. Samra bringt den Rohdiamant-Vibe zurück. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich feiere auch die melodischen Lieder. Und ich feiere auch, dass er hier in der Bridge so ein bisschen melodischer wird im Block ganz alleine. Das ist auch schon eine gute Abwechslung. Kommen wir zu Jeans von Samra. Die kennen wir auch schon aus Tiefschwarz, also immer fresh, fashion, brain. Ist diese Represent? Ist bei Represent direkt schon ausverkauft. Hier gibt es sie gerade reduziert in einigen Größen. Und eine sehr coole Jeans. Falls sie schon sold out sein sollte, checkt auf jeden Fall in der Beschreibung auch eine Übersichtsseite mit aktuellen Represent Jeans. Da sind so Jeans einfach in diesem Style, ne? Eine günstige Alternative findet ihr im Artikel auf immerfresh.de ebenfalls. Zweiter Link in der Beschreibung. Fick alle V-Männer, 45 Jordan, zwei Seele rein, Edelstein, Schlägerei gegen zwei, tret in den Schädel rein. Da wir sehr viele Anfragen von euch bekommen bezüglich Schmuck, dass wir da mehr drauf eingehen sollen. Okay, also Samras Halskette mit der AK-47 als Anhänger von der Plattenkette wurde angefertigt von Gold Case Customs. Ihr könnt Gold Case Customs vielleicht anschreiben, wenn ihr Cash am Start habt und auch so eine Kette wollt. Aber für all die, die nicht so viel Cash haben, könnt mal ein Auge auf das Modell werfen. Ist natürlich nur Modeschmuck, muss man dazu sagen. Jetzt nichts Übelst Hochwertiges, aber auch dieser AK-47 Anhänger für 25,80. Weiter geht's mit dem Hoodie. Wir dachten zuerst, dass dieser Buckle oder was das ist, zum Hoodie dazugehört und von Alix irgendwie vielleicht ist. Aber ist nicht der Fall, bevor ihr alle kommentiert, alle, der Hoodie ist von Alix. Nee, haben sie schon gecheckt. Nee, ich blöd, alle. Manchmal kommen so Kommentare, wo ich denke, Digga, denken die Leute, ich bin blöd, alle. Die schreiben, hey, das ist doch das, weil es so ein bisschen aussieht wie das. Ich denke, ich habe doch schon jede Marke, die in Frage kommt, durchgecheckt und hab's nicht gefunden. Und deswegen sage ich, ich weiß es nicht, alle. Ihr Fegos, alle. Ich sag mir ganz genau, was das ist, oder ihr haltet eure Schnauze, alle. Nein, aber was, wir lieben alle, jeden Fan. Habibi, danke für eure Kommentare. Der Buckle ist auf jeden Fall separat und ich weiß nicht, was es ist. Wenn wir es haben, updaten wir es auf der Website. Der Hoodie ist ein, würde ich sagen, Basic Black Hoodie. Und könnte dieser hier von Boohoo sein, weil der dann zur Cargo passen würde, die er nämlich auch zum Outfit trägt. Und der ist auf jeden Fall auch krass reduziert von 32 Euro auf 19,20 Euro und noch alle Größen da. Nicer Basic Black Hoodie. Und die Sneaker, mit denen der droht, auch dann den Schädel einzuhauen von den Leuten. Auf die kommen wir noch zu sprechen. Krank, Alter. Ganz verdient. Also das Ding, in meinen Augen, wird auf jeden Fall Top 3 Charts gehen. Vielleicht sogar Top 1, auf jeden Fall auch verdient. Kommen wir jetzt zu den Sneakern, die Samrush, würde ich sagen, das ganze Video dieselben Sneaker sind. Sind diese Louis Vuitton Runaway Sneaker und kosten 790 Euro. Sehr cooles Modell. Chili Dean! Chili Dean Outfit Reaction! Abchecken! Checkt auf jeden Fall Chili Dean, hier sehen wir Instinkte, sehen wir hier. Alles am Start. Chili Dean Outfits könnt ihr hier oben abchecken. Katalea Outfits findet ihr auch in der Beschreibung. Roadrunner Outfits
Haben wir euch auch rausgesucht, aber man muss echt dazu sagen, das sind halt wirklich alte Produkte und wahrscheinlich ist übelst viel davon ausverkauft. An der Stelle, wer den Sound feiert, wer Samra feiert, es gibt ab sofort die Rohdiamant-Box, auch in einem 3x-Diamant-Muster, zum Vorbestellen. Und ich würde sagen, Samra-Fans wissen, das Album wird auf jeden Fall nicht enttäuschen. Kommt am 18. Dezember 2020 und kostet aktuell 53,60 Euro, auch schon Bestseller Nummer 1. Verdient, Habibi. An der Stelle auch Samra auf jeden Fall ein Mensch, laut meiner Einschätzung, egal wie weit oben er sein wird, egal wie erfolgreich er sein wird, er wird nie vergessen, wo er herkommt und er wird auch nie vergessen, ein gutes Herz zu haben und auch Leuten zu helfen, die nicht so weit oben sind. Und das merkt man einfach. Daher Hype verdient, weil was man in die Welt rausgibt, das kommt auch inshallah zurück. War auch eine große Ehre für mich, ihn zu interviewen, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Checkt unser Interview mit Samra am Ende ab, da verlinken wir es euch. Weiter geht's mit dem Tracksuit. Warum zeigen wir den? Weil den gibt's gerade, den Tracksuit aus Roadrunner. Hier für 40% reduzierten kompletten Tracksuit für 47,99 in allen Größen. Alles nur Instinkte, ja Selame. Ich würde sagen, ein Piece, das auch super eye-catching ist, ist dieser, die Squared Hoodie aus Instinkte. Wir verlinken euch ja auch zwei Shops. Im ersten sehe ich gerade, ist schon ausverkauft. Aber im zweiten noch verfügbar. 312 Euro ist halt alte Kollektion und deswegen eigentlich kaum noch zu haben. Zu krank, Abriss. Leute, wenn ihr das Video gefeiert habt, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Welches Video soll als nächstes kommen? Wir haben schon gesehen, Winterjacken wünschen sich viele. Kommt. Ansonsten euch einen freshen Tag. Samra, viel Glück, Habibi. Die Tour kommt auch von Samrush. Bis gleich im nächsten Video. Peace.